Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ja, ich habe jetzt fast eine Dreiviertelstunde lang nur dieses Bauxiterz hin und her und raus und rein, Alu raus, Titanium raus und die Oxygen Cells oben, nein, die Canning Machine gehauen. Und ich habe immer noch so 1400 von diesem Bauxit-Ohr übrig. Ich muss das automatisieren. Ich wollte es zwar eigentlich nicht machen, aber ich werde das automatisieren, aber jetzt nicht. Jetzt nicht. Nee. Weil jetzt ist es erstmal egal. Ich kann ja dann noch ein bisschen weitermachen. Hier oben ist ein bisschen leer. Hier ist noch was und wie gesagt, noch 1000 sind da unten im zweiten ME-System drin. Toll. Da unten noch 1000 Stück. Naja, was willst du machen? So, ich war aber trotzdem nicht untätig, wie ihr seht. Ich habe einen kompletten Stack Goldbarren durchgeplättet und zwar zu Goldfolie. Und ich habe zusätzlich noch ein bisschen Eisen gedustet, einfach weil es notwendig ist. Und die Goldfolie haue ich mal hier rein. Muss nur mal den Hammerhof finden, dankeschön. Vlopp. Und lass dich schon mal durchmessen, weil ich glaube nämlich nicht, dass für das nächste Projekt die erweiterten Schaltkreise reichen. Silikon habe ich auch ein paar geplättet. Zwei Stacks, glaube ich. Aber erstmal können wir was anderes machen. Nämlich ich kann Tal. Ich will demnächst solche Coilblocks machen, um halt den Hochofen hier aufzurüsten. Und dazu brauche ich, wie gesagt, Kantal. Ja, Eisenstaub, Chrome Dust, Alu Dust. Eins, zwei. Machen wir mal drei Stacks, komm. Gucken wir mal, wie. Oh, ja, da war ja was, genau. Das heißt, Truhe. Ob. Wie viel Chrome haben wir denn eigentlich noch? Chrome. Ja, ist noch was da. Okay, also ist kein Problem. Machen wir mal so. Ich glaube, ich mache sogar vier Stacks, einfach nur, weil wir es können. Achso, ist ja noch da unten. So, hopp, blopp. Genau. So. Kann das auch mit durchmaseraten. Sehr schön. Hier in der Zwischenzeit. Die werden. Okay. Ich kann ja schon mal nachlegen hier. Flup. Bisschen was. So. Das kann jetzt machen. Was jetzt ebenfalls machen muss, ist nämlich MFS. Nee, MFI. MFI wollte ich einbauen. Und zwar hier ein MFI. Flup. Was fehlt denn da? Das ist ein MFSU. MFI immer noch. Vermutlich fehlt die Basic Maschinenhülle. Die nehmen wir mal. So. Die Goldkabel werden vermutlich auch fehlen. 1, 2, 3, 4. So. Und die Energiekristalle müssten wir haben. Richtig. Jetzt haben wir einen MFI. Und den will ich jetzt aufrüsten zu einem MFSU, wo ich einen erweiterten Schalt brauche. Eine fortgeschrittene Maschinenhülle. Machen wir 1, 2 von denen. MFSU. So. Gucken, wie weit wir kommen. 1, 2 fortgeschrittene Maschinenhüllen. Sehr schön. Und jetzt geht's an die Dinger hier. Energiekristalle. Und deswegen hatte ich ja so viele Energiekristalle gemacht. Ich brauche im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6 für 1. 1, 2, 3. Und nochmal 3 für andere. Und deswegen, genau deswegen, habe ich hier angefangen, hier diese High Voltage Edged Wiring Stinger da zu machen. Silikon könnten wir noch was brauchen. Silikon. Da nehmen wir mal eine Plate mit raus. So. Und gehen hier hinten ran. Wo noch zwei von denen noch welche drin sind. Sehr gut. Die brauche ich nämlich auch gleich noch. So. Weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die erweiterten Schaltkreise werden nicht ausreichen. Deswegen machen wir uns noch ein paar. So. Schön, wenn man mal so vorausschauend arbeiten kann. Haha. Wir können inzwischen mal hier hinter gucken. Es geht ja eigentlich relativ schnell immer hier. Ja, genau. Sehr schön. Und das heißt, wir können auch die Forming Press gleich mal anballern. Die Assembling Machine. Und wie sieht's hier aus? Hier fehlt Oxygen Cells, beziehungsweise leere Zellen. Das heißt, das Zeug wieder rein. Kann ich die hier mal drunter nehmen. Und dann können wir da weitermachen. Übrigens, wenn ihr hier in die Kiste guckt, ja. Ist fast voll. Ist fast voll. Also beziehungsweise die eine kleine leere Kiste, die wir hatten, die war voll. Und die hier, ist jetzt fast voll. Und da ist ein Haufen Zeugs drin. Kann man nicht anders sagen. Woran liegt es hier? Der arbeitet noch. Weil der nicht angeschalten ist. Ah, daran liegt es. Okay. So, gucken wir mal, ob wir uns jetzt Kabel durchschmieren oder ob es auch ohne Kabel geht. So, 4, 5... 6.
Das müsste ja schon mal dafür reichen. Gucken wir mal. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. MFSU. Was fehlt für einen MFSU noch? Nochmal ein erweiterter Schaltkreis und die MFEs natürlich. Einen MFE haben wir. Den zweiten baue ich mir gleich ab. Dann geht es gleich los. Aber erstmal nehmen wir die hier noch mit raus. Und ballern die ganz gemütlich mal hier rein. Und MFSU. Nehmen wir den ersten raus. Schlob. Und den zweiten. Range habe ich mit. Den zweiten, den baue ich hier mal ab. Das wird also den zweiten MFE. Man sieht schon, der ist schön voll. Ganz abbauen. Dankeschön. Haben wir. Ja. Dann kann ich ja in den MFSU schon mal einbauen. Plupp. Ich glaube, das war verkehrt rum. So ist besser. Aha. So. Jawohl. Energie steckt sich rein. Sehr schön. Das heißt, hier dürfte dann auch keine Probleme anliegen. Hat der schon abgeschalten? Ja, der hat schon abgeschalten. Genau deswegen mache ich das nämlich. Damit dieser blöde Ofen hier nicht ständig abschaltet. Damit das Zeug, während du da ist, quasi durchgeschmolzen wird. Deswegen will ich den MFI haben. Und damit das hier auch funktioniert, machen wir natürlich MFSU. So. Und haben einen MFSU Nummer 2. Der Speicher 0 drin hat. Obwohl ja natürlich im MFI was war. Das heißt, ich habe ein bisschen Energie verschwendet, aber... was soll's denn? So, den hier, den baller ich hier dahinter. Einfach damit hier irgendwo die Produktion ebenfalls weiterläuft. Und zwar machen wir das so, dass ich hier einerseits aufmache. So, dankeschön. Und hier andererseits das Ding reinhaue. Sehr gut. Der müsste jetzt auch Energie ziehen. Später werde ich das hier machen. Kann ich das hier machen, dass ich hier einfach eine Brücke noch mache. Dass der quasi noch überbrückt wird. Wäre kein Problem. Sollte eigentlich machbar sein. So. Ja, fertig. Folge ist durch. Wir können aufhören. Im Prinzip, mehr wollte ich nicht machen. Ich habe alles geschafft, was ich machen wollte. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch so lange warten, bis, ja, bis die Panels alle gut gefüllt sind, bis die MFSUs gut gefüllt sind. Und dann mache ich auf jeden Fall auch mehr oder weniger Feierabend. Was ich noch machen könnte, ja, da könnte ich mal noch straff drüber nachdenken. Wäre drüber nachzudenken, etwas zu machen. Logischerweise. So, erstmal das hier reinhauen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir hier mal ein paar. Nein, das war verkehrt. Hier. Die hier, da. Und das dafür raus. Und das werfe ich wieder hier hinter. Dann habe ich endlich mal ein paar von den Dingern über. Das schadet nicht. Was ich noch machen wollte, wie wollte ich das denn machen? Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ja, man sieht, hier steckt sich rein, weil momentan einfach überall Energieüberschuss ist und selbst diese Panels ja, reichen locker aus. Das finde ich eigentlich in der Hinsicht gut, dass, ja, wie gesagt, die Dinger jetzt hoffentlich auch wirklich den kompletten Tag durchlaufen können. Sobald hier alle Energien voll sind, dürfte das kein Problem sein, dass da ein bisschen was ist. Es dauert natürlich erstmal ein bisschen, bis die sich hochgelevelt haben. Logischerweise, die Query, die zieht mittlerweile auch noch mehr Energie. Aber ja, es wird schon werden. Wird schon werden. So. Wird schon werden. Habe ich schon beschlossen. Und wenn nicht, ist mir auch egal. So. Ich meine, ist mir natürlich nicht egal, Manu. So, 17. Ah, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt. Ich muss hier mittlerweile wirklich dazu übergehen und sagen, ja, okay. Junge, wenn du nicht vorproduzierst, hast du ein Problem. Oh, alle. Na, weißt du was? Dann gehen wir nochmal hier hinten Bauxit holen. Siehst du, 1400 haben wir noch. Und da kommt schon Neues. Ja, kommt schon Nachschub. Ich freue mich. So. Hopp. Hopp, rein da. Vielleicht kriege ich die anderen auch gleich noch mit. Und dann hätte ich es ja eigentlich. Das ganze Bauxit, alle. Weil das waren 4000 Stück, das war schon ein bisschen was. Ich werde das jetzt nicht weitermachen. Vielleicht danach noch ein bisschen, aber bei weitem nicht mehr so, ja, eine ganze Stunde lang. Ich muss ja dann irgendwann auch mal in die Kiste. Bin leicht ermüdet. Leicht ermüdet. Manchmal auch ein bisschen schwerer. So. Nehmen wir die mit. Flupp. Dann kann das ganze Zeug hier unten arbeiten. Okay. Den Lapotron-Kristall, warum ich da, ich glaube, ich habe da einen mehr gemacht, als ich musste. Aber naja, gut, okay. Was soll's. So, das Titan.
Dann hier rein. Flip, flip. Sehr schön. Glowstone-Staub. Wir müssen auch bei Gelegenheit solche Lapis-Dinger wieder machen, aber ist kein Problem. So, wird schon werden. Wird schon werden. So, die hier rein. Das Zeug werde ich auf jeden Fall alles noch durch pressen lassen. Ja, pressen. Hopp. Wenn wir mal kurz hier hinten gucken. Da haben wir schon wieder 16. Machen wir mal die dazu. Das heißt, 16 Stück heißt in dem Fall, ja, es reicht schon wieder für 16 solche Panels. Das ist gar nicht mal schlecht. Die machen wir auf jeden Fall durch. Flupp. Einfach aus dem Grund, weil wegen ist so. So. Hier hinten hin. Okay. Jetzt wollte ich eigentlich, was wollte ich machen? Rohre. Und zwar hatten wir ja diverse Rohre. Einmal Dia-Rohre. Nein, die wollte ich nicht. Wir hatten doch noch steinerne Flüssigkeitsrohre. Genau, die nehme ich mal mit. Dia-Rohre. Rohr besser. Diamanten Flüssigkeitsrohr, da könnte ich auch nochmal 1, 2, sag mal 4 wir brauchen. Erstmal nur 4, weil ich will ja, wie gesagt, nicht immer permanent die Flüssigkeiten verschwenden, wenn ich sie brauche, wie hier zum Beispiel. Die ganze Flüssigkeit, die da reinkommt, die wird ja verschwindet und das will ich nicht. Nicht auf Dauer. Deswegen nehmen wir das ja mal weg und nehmen mal das steinerne Flüssigkeitsrohr. Ballern das mal hier ran und sehen, da sammelt sich schon wieder was. Toll. Aha. Aha. Muss mal kurz hier aufrupfen. So, so, so. Ich habe ja gesagt, da hinten soll ja mehr oder weniger der Dampftank nicht. Wie nenne ich das denn im dümmsten? Der Fasstank nenne ich es einfach mal. Der Fasstank hin. So, 14 haben wir. Ab, 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 ab. Noch eins rüber würde ich meinen. Machen wir so. Und jetzt können wir hier Diamanten der Flüssigkeitsrohre 4 machen. 1, 2, 3, 4. 4 Stück deshalb, weil hier eventuell dann irgendwann mal, was heißt eventuell, hier garantiert dann irgendwann mal 4 Dingens hin sollen. So, hier mache ich mal noch weg. Flop, 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 flop. Und haue stattdessen unten die hier hin. Epp. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das muss ich auch noch austauschen. Das sieht scheiße aus. 1, 2. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das sieht oder nicht. Deswegen machen wir das so. Und ich hole mir mal noch ein paar Erstmal ein Schüssel, Laboratory Blocks. Meine ich mich zu erinnern, hier unten noch welche zu haben. Jo. Haha. So, hopp. Rein. So. Okay. Dann baller ich hier die hier zu. Sehr gut. Das hier mitnehmen. Hier vorne kann ich eigentlich auch drauf hauen. Ne, hier nicht. Hier gerade nicht. Aha. Okay. Und hier geht jetzt Oxygen. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Mist. So was. Machen wir mal so hier. Das hier erstmal. Hier und runter. So. Lülülü. Das tausche ich auch nochmal aus. Einfach nur, weil ich nicht weiß, ob man das, oder beziehungsweise man sieht es irgendwann, wenn auch nicht sofort, aber es sieht halt scheiße aus, wenn es anders ist. So, einen Eimer könnte ich mal gebrauchen. Eimer. Ja. Hopp. Geht das eigentlich, dass ich jetzt hier sage, hier aus dem Fass, oder brauche ich da eine Fasspumpe für? Flupp. Hier aus dem Fass kriege ich das Zeug nicht raus. Geht das aber eventuell, wenn ich sage, beispielsweise so. Und wenn ich jetzt annehme, dass ich hier mal eins drauf mache, hier unten ins Fass reinklicke und erstmal gucken muss, was ist denn das eigentlich? Weiß. Weiß ist oben. Okay. Also nehmen wir hier weiß. Weiß ist das hier. So. Müsste ja eigentlich auch gehen, ne? So, weiß ist immer Oxygen. Dafür kann ich mal ein Schild machen.
Oxygen. Schild meine ich. Schild. So, haben wir noch ein paar. So, dann kommt das hier hinten hin. Blub, blub. Oxygen. Nur für den Fall, dass wir es mal brauchen. So sollte sich das ja eigentlich permanent immer wieder auffüllen. Das, was nicht hier rein soll, das geht dann halt einfach weiter. Dafür ist es halt gedacht. So. Okay, was noch fehlt, wäre Hydrogen. Genau, das kann ich gleich daneben ballern. Hopp. Hydrogen. So, so soll das dann halt irgendwann werden. Eventuell setze ich das dann hier hinter den tiefen Speichern, die dann umgesetzt werden, fort. Oder hier in die Richtung. Ist auch machbar. Werden wir sehen. Wenn es soweit ist. Zuerst einmal hier. Da ist es Hydrogen. Nehmen wir nämlich auch mit. So. Bim. Bim balim. Und dann habe ich hier immer ein paar Fässer stehen mit ein bisschen von dem Zeugs drin. Eventuell könnte man bei Gelegenheit mal ein größeres Fass machen. Die gibt es ja auch, aber muss ja jetzt nicht sein. So, und die anderen beiden sind noch frei. Dann machen wir mal so, flupp und flupp. Für den Fall, dass da noch irgendwelche anderen Flüssigkeiten irgendwann mal rauskommen, wesig Bescheid, ne? Hier hinten bei dem Zeugs dürfte ja noch nichts dabei sein. Halt, hier unten. Dann werden wir mal gucken. Oxygen, Magnetit, Oxygen, Galenadust, kriegt gleich gar nichts. Grossula, ebenfalls Oxygen, haufenweise Sauerstoff vom Braut, Oxygen gleich Sauerstoff, wisst ihr ja. Erzähle ich euch alten Chemikern ja nichts Neues. So, 4, Lignit Coal Dust, hast du mal was anderes für mich? Wasser. Wasser muss jetzt nicht sein. Wasser brauche ich kein Fass hinstellen. Pyrit. Sulfur, Eisen. Mhm. Ilmentin. Halt, da war es doch. Ebenfalls Oxygen. Emerald Dust. Was gibst du mir? Oxygen. Also bis jetzt habe ich ja scheinbar nur Oxygen. Silikondioxid. Ebenfalls Oxygen. Ja, Dioxid halt. Ne? Oxygen. Da sagt schon der Name. Bei dem anderen war es nicht immer ganz so offensichtlich. So, so, so. Bim. Bim. Fertig. Ah, sieht doch gut aus. Gefällt mir. Wie gesagt, hier werden die anderen Fässer dann noch angeschlossen. Dann passt das auch. Und ja, muss bei Gelegenheit gemacht werden. Jetzt gehe ich erstmal nochmal hoch und guck mal. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich gehe mal pennen. Einfach nur, damit sich die MFSUs ordentlich füttern, ordentlich auffüllen. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich offscreen einfach noch ein bisschen von den leeren Zellen auftanken und das Bauxit durchwursteln. Einfach um zu schauen, ja, was wird denn, kriegen wir es hin? Natürlich kriegen wir das hin. Ja, logisch. Aber ja. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Auch das ist logisch. Ich meinte natürlich einfach nur, um zu gucken und um zu machen und um zu tun. Also, sprich, um die MFSUs ordentlich aufzufüllen. Das machen wir dann, wie gesagt, so. Die nächste Folge wird definitiv keine fette Vorproduktion mal sein. Die wird dann nach meinem Urlaub auf jeden Fall produziert. Ich habe jetzt noch eine Weile zu tun. Naja, na gut, okay. Wird schon werden. Leute, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Augenblick. Tschüss.